Ein ganz herzliches Willkommen euch allen zum Online-Gottesdienst, zum vorweihnachtlichen Online-Gottesdienst für euch, für eure Schule, für euch Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Ich begrüße euch ganz herzlich auch im Namen von Frau Hoppe von der katholischen Gemeinde. Und normalerweise würden wir euch natürlich hier in der Kirche begrüßen, mit ganz vielen Kindern, Lehrerinnen und Lehrern. Ich muss euch nicht erzählen, warum das in diesem Jahr leider nicht geht. Aber euer Gottesdienst soll genauso wenig ausfallen, wie Weihnachten ausfällt und wie Advent ausfällt, denn Gott kommt auf jeden Fall in diese Welt, um uns nahe zu sein. Und deswegen machen wir das auf diese Weise hier im Gottesdienstraum in der Dorper Kirche. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir gehen auf die Geburt Jesu zu und er will Licht in unser Leben bringen. Und von Dunkelheit und Licht wird dieser Gottesdienst auch handeln. Aber jetzt hören wir zunächst mal ein Adventslied. Wir können es hier drin nicht singen, das machen aber dankenswerterweise Eni und Johanna und Stefanie. Und ihr an euren Bildschirmen, falls ihr jetzt nicht in der Klasse zusammensitzt, wir wissen nicht genau, wie das ist, könnt natürlich zu Hause gerne mitsingen. Beten. Guter Gott, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Lange dauert es nicht mehr. Wir danken dir, dass du mit uns durch den Advent gehst. Sei du auch jetzt bei uns, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Amen. Malonen heißt das Land, von dem die Geschichte erzählt. Hinter hohen Bergen liegt es versteckt. Die Sonne, sie stieg niemals über die Bergspitzen. So war es in diesem Land immer Nacht, stockfinstere Nacht. Die Malonen, so hießen die Einwohner dieses Landes, trugen immer Windlichter mit sich herum. So hatten sie etwas Helligkeit, einen Schimmer von Licht in ihrer Finsternis. Sie waren eigenartige Leute, diese Malonen. Jeder von ihnen wohnte ganz allein in seinem Haus. Jedes Haus wieder war von einer hohen Mauer umgeben. Kein Malone mochte nämlich den anderen leiden. Keiner war mit dem anderen befreundet. Einer war dem anderen neidig und misstraute ihm. Da geschah es eines Tages. Es kam ein Wanderer nach Malonen, in das Land hinter den hohen Bergen. Das Gesicht des Fremden war hell und freundlich. Seine Augen leuchteten. Die Malonen waren sehr verwundert. Keiner von ihnen konnte sich erinnern, dass jemals ein Fremder zu ihnen gekommen war. Auch der Wanderer war erstaunt über das seltsame Land, in dem der Tag so finster war wie die Nacht. »Wo ist die Sonne?« fragte der Fremde. »Die Sonne? Was ist das? Wir haben noch nie etwas davon gehört«, antworteten ihm die Malonen. Allein ein uralter Malone erinnerte sich, vor langer Zeit etwas von der Sonne gehört zu haben, und er bat den Wanderer, Erzähle uns etwas von der Lampe am Himmel, der großen Himmelsleuchte.« Und da begann der Wanderer zu erzählen. Die Sonne, sprach er, ist eine helle gelbe Scheibe. Jeden Morgen steigt sie am Himmel auf. Rot leuchtet sie zuerst, dann wird sie gelb. Und wenn sie hoch am Himmel steht, strahlt sie wie Gold und schickt Licht und Wärme auf die Erde. Ihre wärmenden Strahlen wecken die Vögel in den Nestern. Singend und jubilierend begrüßen sie den neuen Tag, sein helles Licht. In der Sonne öffnen sich die Knospen der Sträucher und Bäume. Die Blüten lassen ihren süßen Duft verströmen. Die Sonne lockt das grüne Gras aus dem Boden. Die Blumen öffnen ihre Blütenkelche. Die Sonnenblume dreht ihr Gesicht dem Licht der Sonne zu. Die Buben und Mädchen reiben sich in der Morgensonne den Schlaf aus den Augen und rufen: »Heute scheint die Sonne, Gott sei Dank!« Sie lassen die warmen Sonnenstrahlen auf ihre Haut scheinen. Sie werden ganz braun gebrannt im Sonnenlicht und springen voll Freude im Freien umher. So wusste der Wanderer, wunderschöne Sonnengeschichten zu erzählen, Tag für Tag. Die Malonen horchten mit Augen und Ohren und kamen aus ihren Häusern mit den hohen Mauern hervor. Und sie setzten sich rund um den Tisch, an dem der Wanderer saß, und lauschten seinen Geschichten. Ja, sie saßen bald Tag und Nacht und horchten und staunten. In ihren Herzen aber wuchs ein Verlangen. Eine große Sehnsucht wurde wach. Eine Sehnsucht nach dem Licht der Sonne, nach ihrer Helligkeit und Wärme. Eines Tages nun musste der Wanderer weiterziehen. Er war lange genug in Malonen gewesen. Und er sagte: Wenn man von der Sonne erzählt, muss man sie immer wieder sehen, sonst wird ihr Bild in einem schwach. Es verblasst. So nahm der Fremde von den Malonen Abschied und zog weiter. Die Malonen waren sehr traurig, dass ihnen niemand mehr von der Sonne erzählte. Was sollten sie jetzt tun? Sollten sie wieder in ihre Häuser zurückkehren? Sollte jeder hinter seiner hohen Mauer verschwinden? Nein, das wollten sie nun nicht mehr. Das hätte sie wieder so einsam gemacht. Beisammen sein, miteinander reden und essen, einander helfen, hatten sie erfahren, ist viel schöner. Auch gaben die vielen Windlichter zusammen mehr Schein als nur eins. So blieben sie zusammen und arbeiteten miteinander. Jeden Morgen aber zogen sie hinaus aus ihrer Stadt auf einen Hügel und riefen gemeinsam die Sonne herbei. Da geschah eines Tages das Wunder. Es wurde hell und heller. Hinter den Bergen stieg strahlend und schön die Sonne empor. Rot leuchtete sie zunächst, dann wurde sie gelb. Als sie ganz hoch am Himmel stand, glänzte sie wie pures Gold. Voll Freude riefen die Malonen: »Schaut, jetzt ist sie da! Das muss sie sein, die Sonne! Das Licht, auf das wir so lange gewartet haben!« Die Malonen streckten ihre Arme und Hände der Sonne entgegen. Sie sangen und tanzten voll Freude, da es endlich auch bei ihnen hell und warm geworden war. Ja, ihr Lieben, ihr habt gerade die Geschichte gesehen und gehört, wie das Licht in das Land Malonen kam. Und eigentlich ist das ja auf den ersten Blick gar keine Weihnachtsgeschichte. Da taucht kein Stern auf, keine Krippe, kein Bethlehem und nichts dergleichen. Aber diese Geschichte hat ganz viel mit Weihnachten zu tun. Denn da ist ja einer auf die Welt gekommen, einer geboren worden, der später als Erwachsener den Menschen ganz viel Licht in ihr Leben gebracht hat und gerade zu denen gegangen ist, bei denen es im Moment dunkel aussah. Dunkel sein, das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Wenn man Streit hat miteinander, dann ist das Leben verdunkelt. Oder wenn man sich ganz dolle Sorgen macht um jemanden, im Moment ist das ja bei vielen Menschen so, dann ist das Leben auch dunkel. Oder wenn man jemanden verloren hat, der einem ganz wichtig war und man ist sehr, sehr traurig, auch dann ist das Leben dunkel. Und es gibt Menschen, die leben sehr, sehr lange quasi im Dunkeln. Und dann ist es so wichtig, dass jemand zu ihnen kommt und sagt: Pass auf, es gibt Licht. Die Dunkelheit, die du jetzt erlebst, das ist noch nicht alles. Die Sonne, die scheint für dich und du wirst das bald auch wieder sehen. Und Gott, der liebt dich so sehr und der ist so interessiert an dir und deinem Leben, dass er es bei dir wieder hell machen wird. Und Jesus, der dazu Weihnachten geboren wird, der ist genau so ein Prophet des Lichts gewesen. Und er hat den Menschen das Licht ganz nahe gebracht. Ich glaube, wo man ihn gehört hat oder wo Leute ihn erlebt haben, da ist es quasi hell geworden für die Menschen. Da ist denen die Sonne aufgegangen und der Himmel hat sich geöffnet über ihn. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Und dass Jesus in dunkler Nacht quasi auf die Welt kommt, das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Denn da wird das Licht am allernötigsten gebraucht. Und in diesem Jahr ist ja alles ganz anders. Bei euch in der Schule und zu Hause und in der Stadt und an so vielen anderen Orten. Aber dieses Fest des Lichts, das soll auf keinen Fall ausfallen. Denn ich bin sicher, dass Gott heute auch in unsere Welt kommt und dass er will, dass es hell wird, auch für euch, da wo ihr jetzt seid, in euren Herzen und in eurer Umgebung. Und wir wünschen euch, dass ganz viel von dem weihnachtlichen Licht bei euch ankommt, dass ihr spürt, ihr seid niemals allein, egal was gerade um euch herum passiert. Und das, was schwierig ist und traurig, das muss nicht schwierig und traurig bleiben. Das kann sich ändern und da wird sich eine ganze Menge ändern. Und wenn ihr merkt, dass das Licht von Weihnachten bei euch selber ankommt, dann gebt es gerne weiter. Schenkt den Menschen, denen ihr begegnet, manchmal einfach ein Lächeln. Ihr glaubt gar nicht, wie hell ein Lächeln das Leben von Menschen machen kann. Oder wenn ihr seht, dass jemand traurig ist in eurer Umgebung, fragt ihn einfach mal, was los ist. Allein zu merken, da spürt einer, wie es mir geht, das macht das Leben schon heller. Ich bin sicher, ihr habt selber eine ganze Reihe von Ideen, wie ihr das Leben von anderen Menschen hell machen könnt, gerade im Moment, gerade in Corona-Zeiten und gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Wir wünschen euch trotz allem ganz frohe Weihnachten, eine schöne feierliche Zeit, auch wenn ihr sie mit weniger Leuten verbringt, wahrscheinlich als es eigentlich schön wäre und als geplant. Möge ganz viel von Gottes Licht bei euch ankommen. Amen. Und vom Licht der Liebe handelt auch das nächste Lied und ich bin sicher, das kennen viele von euch ziemlich gut. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Guter Gott, wir kommen mit unseren Bitten zu dir. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht der Erlösung. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht der Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht der Freude. wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht des Mutes. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht der Versöhnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen das Licht des Teilens. Wir bitten dich, erhöre uns. Und so wollen wir all unsere Bitten mit in das Gebet hineinnehmen, was Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann geht in die weitere Adventszeit und in das Weihnachtsfest unter dem Segen Gottes. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Und so segne uns und alle Menschen, die zu uns gehören, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, wir wünschen euch trotz allem Schwierigen im Moment eine ganz frohe Zeit weiterhin. Und jetzt am Ende des Gottesdienstes geht's nochmal richtig ab, vor 2000 Jahren.